Yo, 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 yo! Hier ist wieder euer Conny, euer Bauingenieur mit der Leidenschaft für historische Gebäude von Kulturschätze deiner Region. Was sind Abstandsflächen? 100.000 Leute haben mich schon gefragt, was sind eigentlich Abstandsflächen? Eine Trillion Mal habe ich es schon erklärt und heute banne ich es auf Papier. Verständlich, einfach, faktisch. Man kennt es von mir in meiner Art und Weise immer klar, deutlich und vor allem kurz. Lange Rede, kurzer Sinn, kurze Rede, langer Sinn. 100 Leute haben wir auch überhaupt gefragt, was sind Abstandsflächen? Wir haben Interviews geführt mit anderen Menschen, um hier etwas Emotionen mit reinzubringen. Was sind eigentlich Abstandsflächen? Also ihr müsst euch nicht schämen, wenn ihr nicht wisst, was Abstandsflächen sind, weil wir haben euch andere Menschen noch gebracht. Also wenn es euch gefällt und ihr herausfinden wollt, was Abstandsflächen sind, bleibt dabei. Und wenn ihr euch die Interviews auch noch interessieren, bleibt auch noch dabei. 6 Minuten Abstandsflächen, 1 Minute Video. Peace! Viel Spaß! Euer Corny! Piu! Schönen guten Tag. Sagen Sie, wir machen hier gerade ein Interview. Würden Sie uns vielleicht erklären, was Sie unter Abstandsflächen erklären? Abstandsflächen? Nun, ich bin ja, ich habe ja schon oft Abstandsflächen selber mit Abständen flächiert. Wissen Sie, ich komme ja aus einer Zeit, in welcher Abstände wichtig waren und in dem Sinne wir viele Flächen auch Abstand halten mussten. Aber Abstandsflächen sind wichtig, weil mein Betreuer hat auch immer gesagt, dass ich Abstand von den Flächen halten soll, wo Menschen sind. Wissen Sie? Also ich glaube schon, dass Abstandsflächen, ja, das sind Abstandsflächen. Guten Tag. Wissen Sie, was Abstandsflächen sind? Nee. Habe ich jetzt so noch nicht gehört. Nun, was würden Sie denn sagen, was Abstandsflächen sind? Naja, wenn Sie mich so fragen, dann würde ich sagen, sind Abstandsflächen die Flächen, die Abstände halten? Nun, das ist schon fast richtig. Okay. Ja. Ja, das könnten auch Abstandsflächen sein, aber ja, ich habe meine Brille vergessen, scheiße. Oh, da ist er wieder, dieser Verrückte. Ja, also das könnten natürlich auch Abstandsflächen sein. Sie haben nicht Unrecht, aber in diesem Video erfahren Sie, was wirklich Abstandsflächen sind. Wir haben noch ein Interview gemacht. Wissen Sie, bei uns auf der Enterprise sind Abstandsflächen ungemein wichtig. Weil wenn wir unseren Warp-Antrieb anschmeißen, sind genau die Flächen, die wir Abstand halten müssen, jene, von welchen unser Warp-Antrieb mit einer Kompensation der Zisternenenergie so schnell ankurbelt, dass genau diese Abstandsfläche das ist, was uns das Leben rettet. Abstandsflächen auf der Star Trek sind essentiell wichtig. Ja, das waren die Interviews für heute. Ich würde sagen, wir sollten jetzt mal in die Thematik gehen und herausfinden, was Abstandsflächen sind. Es ist vielleicht besser, wenn wir uns auf die bayerische Bauordnung konzentrieren und herausfinden, was sind Abstandsflächen. Jetzt im Ernst, jetzt wirklich, mit Haut und mit Haaren und nämlich hier. Was sind Abstandsflächen? Yeah! Abstandsflächen erklärt. Total simpel. Jetzt schauen wir mal, wie wir das jetzt hinkriegen. Was ist eine Abstandsfläche, liebe Zuschauer? Auch der verrückte Bauingenieur kann Sachen erklären. Weil ich jetzt das 100. Bauherrengespräch gemacht habe schon 1 Zillion Mal erklärt habe, was Abstandsflächen sind, erzähle ich jetzt euch, was sind Abstandsflächen. Okay, das hier ist eine Hauswand im Schnitt. Okay, so,
Und diese Hauswand steht auf einem Boden. Soweit? So klar. Okay? Super. So, jetzt machen wir den Boden mal ein bisschen größer. So, meine lieben Freunde, jetzt brauchen wir eine neue Farbe. Jetzt haben wir eine Höhe X. Meinetwegen 6 Meter. Okay? Und zur Vereinfachung, wir haben ein Flachdach. Was ist ein Flachdach? So. Soweit? So klar. Okay. Wir haben jetzt eine Höhe X, eine Wand und wir wollen endlich herausfinden, was sind Abstandsflächen. Korrekt? Korrekt. Alles klar. So. Eine Abstandsfläche, Freunde der Sonne, ist nichts weiter als die Projektion der Wandhöhe auf dem Boden. Also, das heißt, wir klappen jetzt einfach die Wand um. Ja, plötzlich liegt unsere Wand auf dem Boden. So, stellt euch einfach vor, ihr klappt eure Hauswand um und jetzt liegt die da. Und siehe da, die hat immer noch eine Höhe von x ist gleich 6 Meter. Und dabei können wir noch definieren, x ist gleich h ist gleich Höhe. Mehr wollen wir jetzt erstmal gar nicht. So, was ihr das kennt. Jetzt ist es so, dass also eine Abstandsfläche nicht mehr und nicht weniger ist als eine Höhe x, was gleichzeitig die Höhe h ist, was gleichzeitig Höhe heißt. Und die klappen wir um auf dem Boden. Und jetzt ist die Höhe gleichzeitig der Abstand von der Mauer weg, welcher nötig ist, um ein, neue Farbe, neues Haus bauen zu dürfen. Das ist also der Abstand, der freizuhalten ist von einem neuen Bauwerk. So, jetzt ist es aber so, dass wir eine sogenannte in Bayern, im Königreich Bayern, eine bayerische Bauordnung haben und in der können wir die Abstandsflächen noch einmal früher halbieren, beziehungsweise die Abstandsflächen können wir auf 40% reduzieren. Das heißt also, x ist gleich 6 Meter mal 0,4. Und dazu brauche ich natürlich einen Taschenrechner. Der schaut da so aus, der hat mich durch meine Boss gebracht. Mal 0,4. Oh, das heißt, wir haben jetzt 2,4 Meter. So, jetzt wäre also diese Abstandsfläche reduziert auf 2,4 Meter. Jetzt heißt es aber noch weiter in der bayerischen Bauordnung, dass unsere Abstandsflächen mit 40% reduziert werden können, aber mindestens 3 Meter sein müssen. Das heißt, unsere Abstandsfläche hier 6 Meter ist zwar reduziert mit 40% 2,4, muss aber hier mindestens 3 Meter sein. Okay? Das bedeutet, neue Farbe für uns. Machen wir sie rot. Mindestens 3 Meter. Heißt also, so, jetzt hier die 3 Meter. Heißt also, unsere tatsächliche Abstandsfläche ist die Hälfte. So, zack, 3 Meter. Heißt also, diese Abstandsfläche statt 6 Meter ist 3 Meter, eigentlich 2,4, aber mindestens 3 Meter lang. Und jetzt ist eine Voraussetzung noch, dass diese Abstandsfläche auch noch auf meinem Grundstück liegen muss. Und wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir eine andere Situation und die nennt sich Abstandsflächenübernahme. Mein Spargel ist gerade auf dem Topf. Den muss ich jetzt gleich runterholen. Okay, heißt also, kurzum, für euch da draußen,
Abstandsflächen A sind einfach umgeklappt die Wände auf dem Boden, ja, die Höhe 40% genommen, mindestens aber 3 Meter. Und diese Abstandsfläche müsst ihr euren Neubau oder eure Garage, wobei da gibt es eine Ausnahme, von der Grenze, und wir machen jetzt mal noch eine Farbe. Ich liebe Farben, by the way. Farben sind so schön. Farben sind einfach so toll. So, und jetzt haben wir hier in unserem Fall unglaublich viel Glück, weil der Planer war so schlau und hat das alles schon gewusst und hat also die Abstandsfläche von der Höhe her. Das ist nämlich unsere Grenze. Grenze. Gut. So, kann man das sehen? Nein, schauen wir mal so. Ja, Grenze. Alles klar? Also, wir wiederholen. Abstandsfläche muss auf der Grenze sein, also auf meinem Grundstück sein. Wenn sie nicht auf meinem Grundstück ist, dann brauche ich eine Abstandsflächenübernahme und die muss vom Nachbarn hier drüben unterschrieben sein. By the way, seine Abstandsflächen müssen natürlich auch diese Regel einhalten. Okay, genug gelabert. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Und jetzt gibt es natürlich mich noch zu sehen, weil hin und wieder muss man ja auch nicht nur hier wunderschöne Zeichnungen sehen, sondern auch den dahinter. Ja, meine lieben Freunde der Abstandsflächen da draußen. Jetzt wisst ihr, was Abstandsflächen sind. Jetzt wisst ihr, dass eine Abstandsfläche nicht mehr und nicht weniger ist als ein umgeklapptes Wändchen auf eurem Grundstück. Und da gibt es Regeln. Und diese Regeln sind einzuhalten und die sollten eure Planer, mit denen ihr neu baut oder sonstiges macht, auch einhalten. Yo, Standardgelaber, gefallen, bla bla, liken, bla bla, kommentieren, bla bla. Habt ihr mehr Fragen? Die könnt ihr auch reinschreiben. Ich beantworte sie im besten Fall, wenn ich mir die Zeit nehme. Ich hab mir auf jeden Fall einen riesen Spaß damit erlaubt. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, euch das mal so zu zeigen, weil das sind auch gleichzeitig für meine Bauherren, kann ich denen gleich sagen, schau dir das Video an, da muss ich es dir schon nicht erzählen oder nicht nur einmal schreiben, gell? Also, ich sage jetzt einmal, lasst es krachen, viel Spaß noch und bleibt's mir sauber. Euer Corny, der verrückte Bauingenieur von Kulturschätze deiner Region. Servus!